Hallo und privet, liebe Zuschauer und Pflanzenfans. Ich wollte euch jetzt mal meinen Garten in einem zweiten Teil zeigen, weil der erste Teil ist ja abrupt beendet worden. Leider war die Speicherkarte voll. Und jetzt zeige ich euch, wie gesagt, den Garten weiter. An dieser Stelle wollte ich euch nochmal den sibirischen Medizinalrhabarber zeigen. Und er hat auch diesmal wunderschöne Blätter gekriegt. Ich hatte erst gar nicht gedacht, dass er überhaupt noch Blätter bekommt, weil er mir fast abgestorben war. Er hatte zwei Blüten gehabt im Sommer und ich hatte ihn ausblühen lassen und danach hatte ich halt nur noch Stümpfe gehabt. Und das ist jetzt daraus geworden. Sieht richtig toll aus. Wieder mal große Blätter. Hinten, unten liegt am Boden ein ganz großes Blatt. Also hat er überlebt und ich kann mich freuen. Der Herbst ist schon da, wie man hier sieht. Die Blätter fallen von den Bäumen und Büschen ab und alles zieht sich so ein wenig zurück. Auch hier an der Wasserpflanze zu sehen, zieht sich auch ein. Der Sauromatum, ein paar stehen noch. Der Amorph ist dort zu sehen, Amorphophallus cognac. Der ist noch nicht dran. Wir haben es jetzt so mehr oder weniger Ende September, den 27. und der Amorph wird sich wohl erst im Oktober, Ende Oktober, Anfang November zurückziehen. Vielleicht auch ein bisschen früher, ein paar gelbe Spitzen sehe ich da schon. Der Sauromatum ist eher da wie der Amorph am Zurückziehen. Die großen sind schon weg und sind bereit, ausgegraben zu werden. Was ich allerdings erst später mache, wenn alle sich eingezogen haben. Aber die meisten bleiben draußen, weil die sind alle winterhart. Und dann kann man sich das Ausgraben sparen. Hier ist der Indian Giant dort. Der steht noch im Laub. Einer davon. Hier ein Blatt vom Alant. Da vorne der Scheinalant. Die Haselnuss habe ich auch. Die hat ein Eichhörnchen hier angesiedelt. Hier ist der Amorph im Kompostbeet. Der hat hier überwintert. Dieser auch. Und der ist jetzt so groß geworden, dass er hier meine Süßkartoffel verdeckt und die muss ich allerdings hier noch ernten. Das hier ist mein Baumspinat. Riesengroß geworden und fängt jetzt auch an zu blühen. Und der versamt sich auch überall. Das ist die Kapuzinerkresse. Alles im Vollschatten. Ist auch ein Wintergast hier im Kompost gewesen und als Samen. Und das ist jetzt die Pflanze davon. Blühen tut er nicht.
Zumindest jetzt nicht und wahrscheinlich schafft das auch nicht, weil er eigentlich nur Blatt gemacht hat und hier am Rumranken ist. Das ist der australische Straußenfarn, der jetzt zur Blüte kommt und die Blüte zeigt er mir hier in diesen Blättern hier. Hier unten bilden sich die Sporen, wo das dunkel ist. Da kommen die Sporen dran. Hier oben nicht, hier kann man das auch sehen. Aber hier unten, das Braune, da sind dann die Sporen. Wie gesagt, er bildet extra Blüten, nicht wie man das sonst kennt vom Farn, dass die Blattunterseiten mit Sporen sind. Hier sind sie nämlich grün. Das Braune hier sind schon Verfärbungen durch den Herbst, durch die Kälte, Kälteschäden. Und der zieht sich dann auch zurück. Der Farn daneben ist wintergrün. Den Namen, den kann ich euch nachreichen. Fragt danach in den Kommentaren. Wie gesagt, den Namen reiche ich noch nach. Ihr könnt auch gerne danach fragen. Ich bin über jeden Kommentar, freue ich mich. Ach, und hier unten ist ein kleines Experiment von mir. Das ist Mekonopsis. Und den werde ich jetzt mal im Topf überwintern. Und ich denke oder hoffe, dass er auch überlebt. Das ist Arisaema. Hier habe ich, wie gesagt, auch noch ein paar Sauromaten. Die ziehen sich jetzt auch so langsam zurück. Die überwintern hier im Beet. Da vorne kann man den Fruchtstand erkennen. Das sind die Samen vom Sauromatum. Dort. Ja, das ist die Kiwi. So eine kleine Kiwi halt. Die Bärchen sind total lecker. Da oben hängen noch ein paar. Hier habe ich Chicorée-Salat am Blühen. Hat viel Ähnlichkeiten mit der Wegwarte, ist aber keine, ist eine Zikorie. Und das wird daraus, wenn man Chicorée-Salat einpflanzt. Absolut winterhart. Und jetzt, wo die Temperaturen so niedrig sind und die Sonne nicht mehr scheint, zumindest nicht mehr auf diese Ecke, hier ist fast den ganzen Tag Schatten, wird auch die Blüte nicht verbrannt von der Sonne. Sonst kann die nur im Schatten gedeihen, beziehungsweise bei etwas höherer Luftfeuchtigkeit und Kühle. Und so habe ich wenigstens was den ganzen Tag davon. Hier im Beet ist auch Mekonopsis. Sieht man kaum, aber auch hier ist der Mekonopsis
dort. Das sind zwei verschiedene Sorten. Hier auch. Und ich bin ganz gespannt auf das nächste Jahr, auf die Blüte. Für die Vögel wird natürlich in jeder Ecke im Garten was getan, wie man auch hier wieder unschwer erkennen kann. Ja, die Wiesenraute stellt sich auch auf den Herbst ein. Auch daneben wieder Mekonopsis. Auch sehr schön. Bleiben auch im Winter draußen. Hier haben wir schon Knospen. Und ich hoffe, die kommen noch zur Blüte. Aber da gehe ich ganz stark von aus. Und unser Winterblüher fängt jetzt schon teilweise an zu blühen, duftet auch ganz lecker. Ja, die Aster. Auch schön. Die Hosta zieht sich auch zurück. Die letzten Blüten der Rose. Hier habe ich noch eine, die am Blühen ist. Ja, das Licht passt leider nicht mehr ganz so gut. Die Dahlie. Die zeigt sich noch mal von ihrer besten Seite. Hier habe ich auch noch mal eine besonders schöne Blume. Ach, und wie gesagt, den Namen, den reiche ich euch nach. Auch sehr schön. Unser schönes Töpfemeer hier bereitet einem doch immer wieder Freude. Und hier habe ich auch noch ein schönes Highlight. Ich hatte es schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Die Krötenlilie ist eine besonders schöne Blume. Auch winterhart.
Und hier hinten blüht noch dieses schöne Gras. Leider ist mir der Name jetzt direkt entfallen. Aber ihr dürft mir gerne Kommentare schreiben und Fragen stellen. Dann werde ich das alles beantworten. Ja, und in dieser Ecke hier habe ich eine nette Hortensie. Dann den Bambus. Alles winterhart, zumindest hier in meiner Region, in dieser Ecke und im Topf. Da ist er im Topf. Sogar hier die Kolokasie hat überwintert, hier im Topf, per Zufall. Das ist ein Gast, den wir hier nicht erwartet haben. Der wächst hier aus der Hortensie raus. Colocasia Thailand Giant ist das. Und da ich ja die Erde immer wieder verwende, muss wohl da ein Stück übrig geblieben sein. In diesem Topf. Eine Restknolle oder irgendwie auch immer, oder überhaupt eine Knolle, Ableger. Ja, die kleine Bonsai-Sammlung oder das, was es noch wird. Und der Salomon-Siegel gibt in diesem Jahr auch schon auf. Und hier kann man sehr schön erkennen und sehen, hier hat er sich versamt. Dort hat er Früchte gebildet. Ja, meine lieben Pflanzenfans und Zuschauer, ich hoffe, euch hat der kleine Gartenrundgang gefallen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, würde mich über Kommentare und Däumchen natürlich freuen und einen besonderen Dank gilt es an die Jelena. Danke für die Werbung auf deinem Kanal. Und danke für die lieben, nette Kommentare und auch natürlich von den anderen Zuschauern für ihre netten Kommentare. Und spasiba, Jelena. Und do svidaniya, baka baka. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.